Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Heute spielen wir wieder Monster Hunter Stories 2. Ja, und wie ihr am Anfang sehen konntet, habe ich endlich mal das Intro überarbeitet. Jetzt habe ich ein neues Intro. Naja, so neu ist es jetzt nicht. Ich habe halt nur geändert, dass das jetzt der Katzenshining ist und nicht mehr der andere. So, erstmal beten, wie immer. Obwohl, momentan, ich glaube, ich habe alle Eier. Ich habe ja seit dem letzten Mal hier ein bisschen Offscreen gemacht. Kann ja auch mal kurz zeigen, falls es irgendwie geht. Ach, ihr seht das ja gleich. Ich habe von sämtlichen Viechern, die ich hier gefunden habe, ein Ei mitgenommen und auch schon teilweise ausgebrütet. Warte mal, ich kann ja zeigen. Ich habe hier noch ein Ei. Das habe ich noch nicht ausgebrütet, weil ich bin einmal einem Ketsu in der Höhle begegnet und habe dann ein rotes Ketsu-Ei mitgenommen. Ich habe das leider nicht aufgenommen, aber jetzt habe ich einen roten Ketsu. Ich habe ein Elektromonster. Ja, und jetzt kann ich euch nochmal zeigen. Ich habe mir jedes Vieh geholt. Ich habe sogar den Jade-Baroff gefunden. Also ich habe einen Baroff gekillt und auf einmal war dann Jade-Baroff in der Höhle. Also strange, aber ich beschwere mich nicht. Ich habe jetzt den anderen Baroff. Ich muss noch die Monstererkundung hier abwarten. Die habe ich vorhin erst losgeschickt. Da habe ich die Retterin und den Baroff losgeschickt. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Ich habe außerdem noch die ganzen Einsbaue, die auf der Karte übrig waren, noch gemacht. Das habe ich noch getan. So, und da ich ja momentan eh jedes Ei hier habe, obwohl, für den großen fehlt mir noch, aber ich glaube nicht, dass ich die in nächster Zeit mache. Nehme ich mir mal, dass ich mehr Schaden mache. Dann dauern die Kämpfe weniger lang. Ich mache auch jetzt hier Amulette. Machtamulett. Packe ich einfach mal 5 rein. Hier, guten Appetit. Oh, und ich habe schon ein paar von den Teilen ausgegeben. Hier für, bei dem Katzerwandstand. Kann ich ja auch noch eben zeigen. Beziehungsweise bei dem Mail-Nix. Seht ihr, da habe ich die Kronkorken schon alle ausgegeben. Und wollte mir hier bei den Talismanen auch das hier noch gönnen. Und habe ich auch. Nämlich den brechenden 2 plus Kälteabwehr. Dann brauche zumindest ich nicht mehr diese heißen Nebel. Für den Fall der Fälle. Und kann jetzt auch leichter Monsterteile brechen. Und solange ich jetzt nicht wirklich hier Eier sammeln will, werde ich auch das Ding nutzen in der Gegend hier. Ja, den Anschein nach habe ich auch noch mal ein bisschen offscreen gejagt. Ich glaube, damit habe ich jetzt auch alles erwähnt, was ich offscreen gemacht habe. Ich habe die Waffen schon ein bisschen aufgebessert und brauche jetzt mehr Material dafür. Den Glutbogen habe ich jetzt zum Beispiel auf Level 2. In dem Flammenzahn und den Hammer habe ich mir, glaube ich, nicht geholt. Stattdessen habe ich mir hier, warte mal, wo habe ich ihn? Von der Spinne hier, denn der Scylla, den Hammer geholt. Und auch schon komplett aufgebessert. Ich wechsle jetzt auch mal auf die Flammenwaffen, weil die werde ich hier eher brauchen. Außerdem sind die viel stärker. So, und jetzt habe ich alles erwähnt, was ich offscreen gemacht habe. Jetzt können wir auch weiter mit der Story machen. Ach ja, und ich habe ein paar Nebenquests gemacht. So. Ja, wir haben uns um deinen Händler gekümmert. So, was ist die nächste Aufgabe? Tobi Kodachi, von dem brauche ich sogar ein bisschen was. Okay, er will ein bisschen Fell vom Tobi Kodachi, um seine Windmühlen zu betreiben.
Oh, und ich habe ein Rezept für einen besseren Trank bekommen. Warte, hier, für Megatränke. Gib mir. Ich habe schon lange nichts mehr hergestellt. Ich brauche mal Schockfallen. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. Aber vorher möchte ich gerne noch sehen, was hat der jetzt alles im Angebot? Es hieß ja, jetzt müsste der mehr haben, weil das ja seine Handelsroute blockiert hatte. Was hast du jetzt im Verkauf? Lebensbuhrender Kurenkarpfen Stinkpeeling. Davon habe ich nichts. Kaufe ich mir mal 10. Ansonsten hast du nichts, was ich eigentlich gebrauchen könnte. Ich könnte noch ein paar Kurenkarpfen gebrauchen. Guck mal, wie viel Karpfen ich kaufen könnte. 30 reichen. Das sind die, die ich für die automatische Heilung brauche. Na dann, Tobi Kodachi, ich werde jetzt auf dem Weg sein. Und hier kann ich nochmal zeigen. Die Einsbau habe ich jetzt alle gemacht. Ich habe die Kisten hier eingesammelt, aber ich habe wenigstens die Einsbau fertig gemacht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ganz nach da unten. Dann will ich bitte einmal da unten hin. Ja, das königliche Monster will ich nicht bekämpfen. Ach ja, unter den Sachen bei den Manix gab es auch eine Mütze für den kleinen Kater Naviru. Und die habe ich mir gekauft und direkt ihm angezogen, ne? Das habe ich gar nicht erwähnt. Ja, trage ich jetzt eine Mütze. Bei dem kalt ist. Macht auch Sinn zu der Gegend. Oh, da vorne ist eine Kiste. Da kann ich auch mit dem, die krieg's ran. Und hier wäre eine seltene Höhle, aber ganz ehrlich, ich brauche keine Eier. Und zwar einen Temnozorans. Die sind aber sehr viele Bären. Die nehme ich gerne mit. Jetzt spring da runter. So, und jetzt, wo ich hoffe, dass wir jedes Vieh einmal gesehen haben, außer natürlich den Ketsu, den habt ihr nicht gesehen. Dass die Folgen ein bisschen kürzer werden. Ich möchte hier mal 30 Minuten plus Folgen haben, Leute. Das versuche ich unter allen Umständen zu vermeiden. Einen Moment. Mondhorn, dich brauche ich. Danke. Hier kann ich unnötige Kämpfe vermeiden. Eisbestien-Stimulant. Ich suche die Spuren des Tobi Kodachis. Jetzt heb's doch auf. Also den Tobi Kodachi werde ich mir wahrscheinlich Oski noch holen müssen. Außer ich kriege das Ei sofort. Da ist ein Einsbau, den werde ich auch offscreen machen. Hallo Barov. Nein. Böse. Du willst nicht ernsthaft genau da hinten haben. Okay, ich habe ein paar Spuren gesammelt. Ich hole mir mal eben kurz die Kiste dort. Könntest du mich bitte durchlassen? Danke. Antischockierender. Wir kämpfen hier in einer recht warmen Gegend, glaube ich gerade. Und unser Gegner ist jemand, der mit Elektrizität kämpft. Wo ist das? Anti-Lähmung. Nur mittelmäßig, da brauche ich nicht. Ein Kerawacha, ich habe nichts, um den Stein kaputt zu machen. Man kann halt nicht jede Fähigkeit mitnehmen.
So, will der jetzt gerade, dass ich da oben sammle? Ja, will der. Lass mich mal durch. Danke für euer Verständnis. Okay, einfach hier Zeug sammeln. Ich finde sehr viele Spuren des Tobi Kodachis. Und haben eine Filmsequenz. Thanks to you, we can search a much wider area. What would we have done without you, Avinia? Ich glaube, im Englischen heißt die anders als Julia. I'd have just left you to fend for yourselves. No way. Why would you say something like that? Wie hat sie sich halt nur um Flaumfang gekümmert? After leaving the village, I only wanted to be with Frostfang. I didn't want to deal with anyone else. At that time, okay. Riders weren't exactly welcome in Hunter's Towns. Okay. Sure have changed, huh? Hatten es aber auch nachvollziehen, deren Dorf wurde ja von Monstern zerstört. Avoiding other humans. Until one day, I met someone who changed my mind. Okay, und wer war's? Someone kinder than anyone else I'd known. Always upbeat. Wahrscheinlich Red. Humans are heartless. Why would I go out of my way to help another person? Don't say that. My town was also ruined by the Black Blight. But everyone's giving it their all to rebuild the place. Helping each other out. Isn't that what things are all about, chum? Hmm. Maybe you're right. Perhaps I should go back and do my part in repairing. Du wurdest aber leicht überzeugt. If it weren't for him, I wouldn't have returned to Kuon. And I'm glad I did. Now I know, if we work hand in hand, we can really make a difference. Okay. Let's work together to find old Dede. Wann kommen wir denn eigentlich zum alten Dede? Und nächste Suche. Lasst mich mal durch, danke. Ich brauche keinen Kampf mit euch. Einfach alles mitnehmen wird schon richtig sein. Erstmal Kiste. Es gibt nichts Wichtigeres als Kisten, Leute. Lehmbehandlung. Vielleicht wäre das Antischockierende doch keine schlechte Idee, wenn mir das Ding hier schon so was entgegenwirft. Ich spüre eine Filmsequenz. Look, there are tracks here too. Are these from a Tobi Kodachi? But why here? Look, up there. Hallo. Du bist bestimmt ein Geschwindigkeitskämpfer. Das kann ich mir unter Umständen sehr gut vorstellen, dass der mit Geschwindigkeit arbeitet. Soweit ich weiß, hat er eigentlich eine Feuerschwäche. Das Problem ist, meine Feuermonster sind beide Angriff und ich bin mir 100% sicher, dass der ein Geschwindigkeitsdude ist. Deswegen Basarios. Der ist wenigstens auch irgendwo noch Feuer. Und wenn er Feuer irgendwie kaum nutzt. Ich lag richtig, weil der flitzt immer durch die Räume, wenn man gegen den kämpft. Bei Rice. Nebenbei, bei Rice soll es ja auch dem nächsten Update geben. Ich guck mal, wie groß das ist. Das soll dann ungefähr so sein wie bei Iceborne. Und je nachdem, wie groß dieses Update dann halt wirklich ist, beziehungsweise dieses DLC, spiele ich das dann vielleicht noch. Was ihr ja natürlich auch sehen dürft. Tolle. Dein Feuerangriff ist genau das Element, was ich nicht gebrauchen kann. So, Geschwindigkeit mal eben kurz hochgeschraubt.
Und Waffe wechseln zum Bogen. Ich muss jetzt auch mal Fähigkeiten einsetzen. Du mach einen Steinschild. Ich mache auch was auf mich selbst bezogenes. Er macht den Kadachi-Sturz. Wir machen noch mal allen Booster. Es war nur einfach normal zuschlagen. Warum willst du damit angreifen? Mach lieber Giftgas. Ich habe nicht genügend Punkte, um irgendeine Fähigkeit einzusetzen. Bogen mag der. Das tut ihm nämlich nicht weh. Er ist sauer. Jetzt müssen wir ihn mit Geschwindigkeitsangriffen attackieren. Das ist ja die Regel bei diesem Spiel. Okay, Kraftbeschichtung. Oh, ich habe genau das andere Körperteil attackiert mit dem Kraftschuss. Okay, dann kann ich auf den Hammer gehen. Nee, der ist jetzt ein Techniker. Scheiße. Okay, und Hammer scheint ihn null zu jucken. Du kommst raus, Kai. Hier kommt mein Anjana. Und jetzt weiß ich ja, dass ich auf Kraftangriffe gehen muss. So. Ich brauche mein Schwert. Let's go, Flammenzahn. Kai, guck weg. Ich benutze eine Waffe von deinem Kollegen. Ich habe sie aus seiner Haut und seinen Knochen geschnitzt. Ahnungstackling. Sie heilt uns mal eben alle. Okay, jetzt brech ich dir deine Knochen, beziehungsweise deine Beine. Jetzt brauche ich wahrscheinlich Geschwindigkeit. Junge, mein Monster ist 10-mal größer als du. Man kann es ja testen. Geschwindigkeit. Ja, jetzt brauche ich Geschwindigkeit, wenn der die Elektroladung hat. Dann schauen wir doch mal, was für eine Ulti mein Mangenaf hat. Boah, der rastet richtig aus. Ja, eskalier noch mehr. Muss jetzt trotzdem meinen Monster die wechseln. Das hat ihm sogar, glaube ich, einen Boost gegeben. Okay, die Kollegin hier heilt gerade generell. Ich muss auf Geschwindigkeit gehen. Kadachi Windmühle. Wie sieht denn die Windmühle aus? Okay, ein Kreiseschlag. Bitte sag, dass sie jetzt erst heilt. Der bildet das in seinem Schweif. Der ist doch schon fast tot. Jetzt ist er wieder Geschwindigkeit, ne? Ich muss so oft durchwechseln. Den werde ich nicht mehr brechen können. Der ist schon fast tot.
Und dabei habe ich brechender 2, was es leichter macht, Körperteile zu brechen. Ich glaube, der überlebt nicht lang genug. Ich kann ja mal testen, vielleicht kriege ich ein Ei von dem. Nö. Werde ich mir dann offscreen holen. Ich hoffe, ich kriege den Schweif noch kaputt. Ich habe ihn noch gebrochen gekriegt. Miau. Und richtig viel Kodachi-Zeug. Das brauche ich für die Waffen. Working together brings out the true power of kinship. Teamwork ist alles. By the way, the cool guy who changed your outlook, what's he like? Is he more claudacious than me? Was ist Tatzentastisch? You think he's a cool guy, huh? That's a given. Bestimmt ist er cool. Well, Naviru, he's actually... Whoa! I just realized I'm totally starving. Let's head back, report in and grab a bite. Oh ja, was zu essen. Ich habe gerade erst gefuttert. Aber ich brauche schon wieder Essen. Na komm, dann gucken wir uns noch den Rest hier an. Oder ist er jetzt nur noch eben... Nee, da ist nicht nur ein Einsbau. Aber um weiter zu können, bräuchte ich jemanden mit... Hey, jetzt brauche ich ja verdammte Axt noch eins. Na gut, dann gehe ich jetzt zum Dorf Kuan zurück. Ja, und jetzt soll ich ja dem Oberhaupt hier Bescheid geben. Das mache ich aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.